Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Euer Gott hat besondere Zeiten erschaffen. So versucht diese Zeiten zu erleben und bittet Gott, dass er eure Mängel verdeckt und eure Furcht beruhigt. Zu diesen besonderen Zeiten gehört diese Zeit, wo wir uns befinden. Der Monat Sha'ban. Der Monat Sha'ban hat eine besondere Stellung im Islam, liebe Geschwister. Usama ibn Zayd fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, ich habe dich nie so viel Fasten gesehen wie in diesem Monat. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das ist ein Monat, dem die Menschen keine Aufmerksamkeit schenken. Und währenddessen die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben werden. Und ich möchte, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich faste. So, liebe Geschwister, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Monat, dem die Menschen keine Aufmerksamkeit schenken. Aber jetzt meine Frage an dich. Lieber Bruder, liebe Schwester, gehörst du auch zu diesen Menschen, zu diesen Muslimen, die den Monat Schaban vernachlässigen? Oder was machst du ja halt eigentlich in Schaban? Was hast du ja bisher geschafft? Hast du gefastet? Hast du gebetet, freiwillige Gebete verrichtet? Was hast du ja gemacht? Das ist die wichtige Frage in diesem Monat, die sich jeder stellen soll. Und zwar, gehöre ich zu denjenigen, die diesen Monat vernachlässigen oder nicht? Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi sagte auch in diesem Hadith, das ist ein Monat, währenddessen die Taten zum Herrn der Welten emporgehoben werden. Also, die Taten, die ganzen Taten des ganzen Jahres werden auch emporgehoben. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, deine Gebete, dein Dhikr, so Gedenken, Allahs Gedenken, deine Tagen, die du gefastet hast, die Spenden, die du gegeben hast, alles wird emporgehoben. Wie viel Aufrichtigkeit war in diesen Taten. Und nicht nur das, liebe Geschwister, wird emporgehoben, sondern auch, nicht nur die guten Taten, sondern auch die schlechten Taten, die Sünden. Die Gebete, die man nicht rechtzeitig verrichtet hat. Auch die Tage, die man in dem ganzen Jahr gefastet hat, aber während dem Fasten auch Sünden begangen hat. Die ganzen Fajr-Gebete, die man verschlafen hat, die Brüder und die Schwestern, auch die lästern über andere. Alles das wird in diesem Monat emporgehoben. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende diesen Hadiths: Und ich möchte, dass meine Taten emporgehoben werden, während ich faste. Wir müssen jetzt in diesem Monat, der letzte Monat in diesem Jahr, worin die Taten angehoben werden, auch gute Taten, inshallah, machen. Damit Allah azawajal unsere Taten, unseren Sünden vergibt. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet und sehr viel gefastet. Deswegen jetzt meine Bitte an alle Muslimen, an dich, liebe Bruder, und an dich, liebe Schwester, faste in diesem Monat. Lies den Koran. Die rechtschaffenen Vorfahren nannten diesen Monat Monat der Rezitierer des Korans. Und dieser Monat ist eine Vorbereitung für Ramadan. Und wir wissen alle, dass in Ramadan der Koran herabgesandt worden ist. Und dass wir in Ramadan sehr viel Koran lesen sollen und fasten sowieso. Und wenn wir uns jetzt nicht vorbereiten, dann hören wir nochmal die Beschwerden, die viele haben. Ja, wenn ich faste, dann habe ich Kopfschmerzen, dann kriege ich Kopfschmerzen, dann kann ich mich nicht konzentrieren auf die Arbeit oder auf das Lernen. Oder andere, die Koran nicht lesen können oder nicht viel lesen können, das kommt davon, dass man sich vorher nicht vorbereitet hat. Das kommt davon, dass man den Monat Schaban vernachlässigt hat. Das ist das Problem, liebe Geschwister. Also sei nicht von den Menschen, von denjenigen, die diesen Monat vernachlässigen. Faste, bete. Und ein Gelehrter hieß Imam al-Balkhi, rahimahullah, sagte, der Monat Rajab ist der Monat, in dem man
worin man sät. Und der Monat Schaban ist der Monat, worin man gießt. Und der Monat Ramadan ist der Monat, worin man Ernteerträge erzielt. Wir wollen alle, liebe Geschwister, Ernteerträge in Ramadan erzielen. Deswegen mein Appell an dich, fang jetzt schon an, sonst wird es zu spät, wenn Ramadan schon eingetroffen ist. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.